Augsburg im Sommer. Die Innenstadt ist, nach Monaten Corona-Krise, wieder bevölkert. Auch wenn in diesem Jahr die zahlungskräftigen Touristen aus dem Ausland fehlen. Die Geschäfte laufen einigermaßen. Und solange konsumiert wird, ist in Deutschland alles in Ordnung. Die Stadt hat Tradition. Ihre alten Gemäuer und engen Gassen zeugen von ihrer über 2000 Jahre alten Geschichte. Gegründet wurde sie im Jahr 15 vor Christus vom römischen Kaiser Augustus. Während der Renaissance war sie das Machtzentrum in Europa. Hier fanden die Reichstage statt und von hier aus lenkten die Welser und Fugger ihre Handelsimperien. Pfeffersäcke nannte sie der Volksmund. Jakob Fugger galt als der reichste Mann der Welt. Er soll den Kapitalismus erfunden haben. Er bildete Monopole, betrieb globalen Handel, nicht nur mit Gewürzen, sondern auch mit Waffen und Sklaven und tätigte, trotz des Zinsverbotes, bargeldlose Termingeschäfte. Mit Handsalbe, wie es damals hieß, schmierte er Päpste und Bischöfe, Kaiser und Könige. Können wir uns gleich auf den Weg machen, würde ich vorschlagen. Wir gehen als erstes in diese Richtung. Angefangen hatten die Fugger klein, erzählt die städtische Fremdenführerin. Der kommt 1367 in die Stadt, vom Beruf ist er Weber. Er ist... Augsburg ist stolz auf seine beiden Patrizierfamilien. Straßennamen und Denkmäler erinnern an sie. Die Fuggerei existiert bis heute. Jener Wohnblock, in den sich Katholiken, wenn sie jeden Tag mindestens einmal das Ave Maria sprechen, für wenig Geld einmieten können. Sozusagen die erste Sozialwohnung der Welt. Die Welser und Fugger liehen dem Habsburger Adelsgeschlecht sehr viel Geld. Für den Hofstaat, die Feldzüge gegen die aufständischen Bauern und die beginnende Reformation und für die Eroberungskriege in der neuen Welt, in Amerika, das man damals noch für einen Teil Indiens hielt. Seit der Jakob war eben in Venedig, macht die Ausbildung und sein erster Posten ist in Tirol. In Tirol, da lernt er Sigismund den Münzreichen kennen, den Landesherrn, einen Habsburger. Und dieser Habsburger, ja, wie alle Habsburger kann er schlecht mit Geld umgehen. Und deswegen leiht er sich von Augsburger Kaufleuten Geld. Doch inzwischen ist die Diskussion über Rassismus und Kolonialismus auch in der Stadt der Pfeffersäcke angekommen. Jedenfalls ein bisschen. Zwischen Rathaus und Perlachturm haben Fridays for Future und Ende Gelände ein Camp errichtet. Eigentlich protestieren sie gegen den Klimawandel. Doch gerade ist im Netz eine Meldung aufgetaucht. Schüler des Jakob-Fugger-Gymnasiums wollen die Schule umbenennen. Der Namensgeber sei kein Wohltäter gewesen, sondern Sklavenhändler und Wucherer. Fugger war ja jetzt auch kein guter Mensch, sage ich mal. Und da so... finde ich, habe ich jetzt nichts dagegen. Was weiß man denn hier von dem? Von den Fuggern und den Wälzern? Was wissen denn die jungen Leute? Also wir wissen hier leider ziemlich wenig, weil wir uns ja eher mit Klimaschutz und den ganzen Spaß befassen. Ich finde das total interessant. Gerade wenn man aufs Jakob-Fugger-Gymnasium geht, sich sehr mit der Geschichte zu beschäftigen und es auch wirklich auszuarbeiten. Wenn da wirklich aufgeklärt wird, nicht nur so, er war böse, sondern halt wirklich aufgeklärt wird, dann finde ich das relativ glücklich. Ich war erst auf dem Jakob-Fugger-Gymnasium, habe hier Abitur gemacht. Der Sklavenhandel, der wurde nur grob angesprochen, sage ich mal. Also wir haben uns jetzt nicht sehr ausführlich, das war nicht der Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts. Natürlich wurde es genannt, aber nicht so, dass es bei mir hängen geblieben ist, sage ich mal. Es wurde mehr über den reichsten Mann der Welt geredet. Aber da hat sich was geändert in den letzten Jahren, ne? Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass sich allgemein in der Gesellschaft was geändert hat. Jetzt gerade auch in den letzten Monaten findet, glaube ich, schon ein gesellschaftlicher Umbruch statt. Und also seit ich vom Fugger weg bin, auch schon länger vielleicht, jetzt erst seit einem halben Jahr, beschäftige ich mich schon damit, gerade mit der Kolonialvergangenheit in Augsburg, also sowohl mit dem Fugger als auch mit dem Welser. Da gibt es ja auch noch genug Ecken in Augsburg, die sehr daran erinnern. Und ich glaube, dass jetzt die gesellschaftliche Wahrnehmung schon eine andere ist.
Bisher sind die kolonialen Aktivitäten deutscher Kaufleute in Südamerika kein Thema in der Öffentlichkeit. Die Informationen sind nicht geheim. Die Chroniken liegen in den Bibliotheken der Universitäten. Allerdings ist der Zugang zu den historischen Dokumenten sehr beschränkt. Die Deutungshoheit der geschichtlichen Ereignisse von vor über 500 Jahren liegt nach wie vor in der Hand von Monarchen, der Kirche und der spanischen Regierung, die das Niedermetzeln der indigenen Bevölkerung im Rahmen ihrer Conquista, der Eroberung Amerikas, nach wie vor feiert und sich diesen Nationalstolz nicht durch niedergerissene Denkmäler oder Kritiker verderben lassen will. Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen. Er hatte 1528 die Welser zu Gouverneuren des heutigen Venezuelas ernannt. Es reichte im Westen vom Kap La Vela bis Maracapana. Eine Südgrenze war nicht festgelegt. Es hieß von einem Meer zum anderen. Wie weit das Festland Tierra Firme gen Süden reichte, war noch nicht in den Landkarten verzeichnet. Aber gemeint war wohl ein Gebiet von der Karibik bis zur Südspitze des Kontinents. Kolumbus war kurz zuvor in der Karibik gelandet, auf der Suche nach einem Seeweg zu den indischen Gewürzinseln. Über das gegenüberliegende Festland wusste man nicht viel am spanischen Hof, nur dass seine militärische Inbesitznahme mit hohen Kosten verbunden wäre. Dieses Geld besaß der Kaiser nicht und beauftragte stattdessen ein privates Unternehmen, bei dem er bereits tief in der Kreide stand. Das Augsburger Handelshaus Welser sollte, so steht es im Vertrag, mit seinem Kapital den Norden Südamerikas kolonisieren, Straßen bauen, Städte gründen, Rohstoffe ausbeuten und eine lokale Wirtschaft aufbauen. Dafür durften sie tausende afrikanische Sklaven importieren. Die Deutschen aber hielten sich nicht an die Abmachung. Sie suchten ohne Rücksicht auf Verluste den sagenhaften Goldschatz, El Dorado, und versklavten auch die indigenen Völker vor Ort. Am Ende ihrer Herrschaft lebten in der venezolanischen Küstenregion praktisch keine Indianer mehr, heißt es in den Überlieferungen. Auch die Fugger hatten ihr Augenmerk auf Lateinamerika gerichtet. Ihnen hatte Karl V. eine andere Region zugesprochen, doch vor einer wirklichen Inbesitznahme schreckten sie letztendlich zurück. Die Fugger kehrten zu ihrem eigentlichen Business zurück, zu den Finanzgeschäften mit dem spanischen Hof und dem globalen Handel, Sklavenhandel inklusive. Das Fugger- und Welser-Erlebnismuseum führt den Touristen die goldene Zeit Augsburgs vor. Neue Bergbau- und Verhüttungstechniken, Giralgeld und innovative Buchführung förderten die Wirtschaft. Erstmals wurden Güter standardisiert, konnte zwischen den Kontinenten Direkthandel getrieben werden. Die Bergleute zählten zu den bestbezahlten Arbeitern, lobt die Ausstellung. Für die Kinder in den Stollen galt das sicher nicht. Erzählt wird die offizielle Geschichte, der Sklavenhandel in einem knappen Nebensatz erwähnt. Die Nachfahren der Patrizierfamilien wollten die Beteiligung am profitablen Geschäft mit menschlicher Ware am liebsten gar nicht in der Ausstellung sehen. Die Kuratorin, Freifrau Stefanie von Welser, meinte, es fehlten die Belege. Der Museumsdirektor kannte aber die Quellen und bestand auf der Erwähnung. Jakob Fugger lernte sein Metier in der oberitalienischen Finanzmetropole Venedig. 1488 gewährte er dem Kaiser aus dem Geschlecht der Habsburger den ersten Kredit gegen Silber. 4 Jahre später landete Christoph Kolumbus mit 3 Kriegsschiffen in der Karibik. Er entdeckte Amerika, das er für einen Teil von Indien hielt. Damit begann der Wettlauf der europäischen Mächte
um die lukrativsten Happen eines neuen Zeitalters. Am Anfang stand der Handel mit Gewürzen, dann kamen die Raubzüge nach Gold und Silber und schließlich die Ausbeutung der Rohstoffe. Dafür wurden Millionen Afrikaner als Sklaven auf die Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen verschleppt. 1505 stiegen die Welser und Fugger ein und schickten ihre erste Indien-Expedition los, um in der neuen Welt Gewürze einzukaufen. Tauschmittel waren ihre Textilien und Kurzwaren, die schon den Markt der Iberischen Halbinsel beherrschten. Durch den indischen Gewürzhandel und die Bindung an Kaiser Karl V. verlagerte sich der Schwerpunkt der Geschäfte in die Niederlande, nach Portugal und Spanien. 1526 entstand die erste Faktorei, die erste Handelsniederlassung der Welser, in der Karibik. 1528 übertrug die spanische Krone der Welser-Gesellschaft die Statthalterschaft der Kolonie Venezuela. Venezuela steht für Klein-Venedig. Die Pfahlbauten der Indianer erinnerten die Invasoren an die Architektur Venedigs. Die Fugger stiegen ab 1494 zum führenden Finanz- und Montankonzern Europas auf. Sie waren Hausbankiers der Habsburger und gaben den Königen von Ungarn, England, Portugal und Dänemark Kredit. Die Fugger organisierten den Ablasshandel und prägten Münzen für vier Päpste. Nach dem Tod von Kaiser Maximilian musste 1519 ein neuer Kaiser gewählt werden. Und wieder halfen die Augsburger Kaufleute mit ausreichend Handsalbe aus. Sie überwiesen 850.000 Gulden, mit denen Karl V. die Stimmen der sieben Kurfürsten kaufte. Das Fugger- und Welser-Museum schmücken schöne Zeichnungen von barbusigen Indianerinnen. Die Szenen wirken romantisch. Leider fanden die Augsburger keine sagenhaften Goldschätze. Die Spanier waren schneller. Sie ermordeten 1546 den Gouverneur Philipp von Hutten und Bartholomäus Welser. Und ab diesem Zeitpunkt sank der Stern der Deutschen. 1556 trat Karl V. ab. Das Kapitel des deutschen Kolonialismus in Lateinamerika war zu Ende. Die wirkliche Geschichte ist weniger hübsch. Die deutschen Kaufleute hatten von Beginn an die Eroberung mitfinanziert. Das war keine Abenteuerreise, sondern ein militärischer Angriffskrieg, der dank der modernen Waffen gewonnen wurde. Diese Waffen stammten zum größten Teil aus Nürnberg, Augsburg und Memmingen. Und die Fugger besaßen das Monopol auf die Metalle, um dieses Kriegsgerät herzustellen. Bereits 1503 gewährte der portugiesische König Manuel den deutschen Kaufleuten Privilegien und versprach, sie wie die eigenen Untertanen am überseeischen Handel zu beteiligen. So sollten sie beim Kauf von Spezereien und Guajakholz aus den neu entdeckten Inseln von allen Abgaben frei sein, bis auf einen Zoll von 10%, der für die Welser auf 5% herabgesenkt wurde. Im selben Jahr gründeten die Welser in Lissabon eine Handelsniederlassung, eine Faktorei. Zwei Jahre später stachen drei deutsche Schiffe zusammen mit der Indienflotte in See. An der Investition von 65.000 Dukaten hatten sich die Welser mit 20.000 beteiligt. Ihre drei Schiffe brachten 12.000 Zentner Pfeffer zurück. Plötzlich wollte sich der portugiesische König den Gewürzhandel nicht aus der Hand nehmen lassen und beschlagnahmte die komplette Ladung. Der Streit zog sich jahrelang hin. Aber unter dem Strich erzielten die Deutschen noch einen satten Reingewinn von 150%. Ab 1510 verlagerte sich das Zentrum des Indienhandels von Portugal nach Spanien. Karl V. war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen und zugleich König von Spanien. Und er war hoch verschuldet. Seine Wahl zum Kaiser verdankte er, wie gesagt, den Augsburgern. In einem Brief erinnerte ihn später Fugger an die kaiserliche Handsalbe.
Eure kaiserliche Majestät wissen ohne Zweifel, wie ich und meine Vettern bisher dem Hause Österreich zu dessen Wohlfahrt und Aufnehmen in aller Untertänigkeit zu dienen geneigt gewesen sind, wodurch wir uns auch veranlasst gesehen haben, um Euer Majestät Ahnherrn Weiland Kaiser Maximilian gefällig zu sein und Eurer Majestät die römische Krone zu verschaffen und etlichen Fürsten gegenüber, die ihr Vertrauen und Glauben auf mich und sonst vielleicht auf niemand setzen wollten, zu verschreiben. Wir haben auch den Kommissaren Eurer Majestät zum gleichen Zweck eine bedeutende Summe Geldes vorgestreckt. Eure kaiserliche Majestät hätte die römische Krone ohne meine Hilfe nicht erlangen können. Dass der Kaiser den oberdeutschen Kaufleuten Venezuela überließ, wird in der Fachliteratur oft als Dankeschön für diese Handsalbe interpretiert. Doch die Kreditverträge erwähnten als Sicherheit spanische Staatspapiere und einen Anteil am Steueraufkommen. Kein Lehnsgebiet. Dass Karl V., 9 Jahre nach seiner Wahl, den Welsern den Norden des südamerikanischen Festlandes zur gefälligen Ausbeute überließ, hing eher mit seiner Geldknappheit zusammen. Er brauchte für seine Eroberungskriege das private Kapital. Public-Private Partnership, würden wir heute sagen. Öffentlich-private Partnerschaft beim Völkermord. Die Welser durften in ihrem kleinen Venedig den Titel des Gouverneurs führen, Statthalter und Beamte ernennen. Sie mussten keine Zölle entrichten und ein Zehntel aller gefundenen Edelmetalle an den spanischen König abtreten. Die Justiz aber blieb in den Händen Madrids. Ambrosius Dalfinger, der erste Gouverneur, gründete Neu-Augsburg, Coro und Neu-Nürnberg, Maracaibo. Ende des 15. Jahrhunderts war in Mitteleuropa die Syphilis, auch Franzosenkrankheit genannt, aufgetreten, die sich epidemisch verbreitete. In völliger Unkenntnis über die Ursachen dieser Krankheit verlegte man sich auf Mundspülungen und Haarkämmen und dann auf ein neues Heilmittel, das Guaiac-Holz aus der neuen Welt, Palo Santo. Am Hof von Karl V. hatte man bereits von diesem Zaubertrank gehört und den Hofarzt des Kaisers nach Spanien gesandt, um das Franzosenholz auf seine Tauglichkeit hin zu prüfen. Ein Jahr später veröffentlichte er seinen Bericht. In den höchsten Tönen behauptete er, dass Guaiac-Holz ein altes Indianerheilmittel sei, das schon 3000 Spanier von der Syphilis geheilt habe. Noch im selben Jahr schickte Franz I., König von Frankreich, der sich auch angesteckt hatte, eine Expedition nach Südamerika, um die vermeintliche Arznei herbeizuschaffen, die auch der Dichter Ulrich von Hutten pries. Ulrich von Hutten war Onkel von Philipp von Hutten, einst Page von Karl V. und später Gouverneur von Welsers Gnaden in Venezuela. Ein nützliches Netzwerk also. Kritiker wurden mundtot gemacht, als 1529 der Arzt Paracelsus von Hohenheim seine Forschungen über die Syphilis veröffentlichte, erhob der Dekan der medizinischen Fakultät in Leipzig beim Magistrat von Nürnberg Einspruch und erreichte damit, dass das dritte, schon im Satz befindliche Werk des Wissenschaftlers nicht erscheinen durfte. Paracelsus hatte mit seiner Ansicht, dass das Holz aus Klein-Venedig nichts helfe, die Profitinteressen der Importeure empfindlich verletzt. Das Geschäft mit dem Holz währte nur einige Jahre. Die Welser ließen die Ortschaften an den Küsten verfallen. Keine Rede war mehr von Schürfung und Bergbau. Dafür zogen die Deutschen in die Wildnis auf der Suche nach Gold und Silber. Eigentlich hatte die spanische Krone die Versklavung von Indianern in den neuen Kolonien gesetzlich verboten. Nur Menschenfresser und Indios, die sich der christlichen Missionierung verweigerten oder Widerstand gegen den Bergbau leisteten, erhielten das Brandzeichen und wurden versklavt. Aber das Verbot bestand nur auf dem Papier und selbst die katholischen Bischöfe baten die spanischen Behörden um Verständnis. Die Welser hatten, um ihr Monopol zu schützen, den Tauschhandel mit den Indigenen verboten.
Das führte zu einer extremen Verarmung der Neusiedler aus Europa. Sie waren in ihrer Heimat auch Unterdrückte gewesen, bitterarme Bauern oder in den Kerkern rekrutiert worden. Würden sie sich in der gerade erst eroberten neuen Welt mit anderen Unterdrückten, den Indios, verbrüdern, dann könnte die Situation explodieren. Daher erlaubte man ihnen den Besitz von Sklaven und mehreren Frauen. Sklavinnen. Ihre Expeditionen ins Landesinnere waren regelrechte Raubzüge, für die sie Träger benötigten. Versklavte Indios. Ein paar tausend pro Raubzug. Sie banden sie an eine Kette mit Halseisen und wenn einer der Träger erschöpft war, schnitten sie ihm den Kopf ab, um sich die umständliche Arbeit des Eisenlösens zu ersparen, heißt es in zeitgenössischen Schilderungen. Der Theologe Bartolomé de las Casas, Prokurator aller Indios in Westindien, meldete dem spanischen Hof: Die Deutschen sind schlimmer als die wildesten Löwen. Aus Habgier handeln diese menschlichen Teufel viel brutaler als alle ihre Vorgänger. Gouverneur Dalfinger wurde 1531 von der Audiencia, dem höchsten Gerichtshof des Königreichs Kastiliens, zu diesen Vorwürfen gehört. Er protestierte gegen die Anschuldigungen. Im Übrigen sei die Versklavung der Indios das einzige Mittel, um die Kontrolle zu behalten. Der Indienrat hatte dafür Verständnis. Die Krone setzte das Verbot für Venezuela aus. Allerdings sei auf den Sklavenhandel eine Steuer zu entrichten. Und der Export war nur noch in Einzelfällen erlaubt, etwa als Mitbringsel auf der Heimfahrt. Die letzte Expedition der Welser endete tödlich. Reichsritter Philipp von Hutten und Bartholomäus Welser Junior wurden von einem eifersüchtigen Spanier ermordet. Ihre Privilegien erloschen. 1546 kündigte Karl V. den Venezuela-Vertrag. Die Welser seien vertragsbrüchig gewesen. Sie hätten nicht kolonisiert, ihre Gouverneure sich bereichert. Nahrungsmittel und Pferde mussten weiterhin importiert werden. Neu-Nürnberg und Neu-Augsburg waren heruntergekommene Siedlungen. Die Welser prozessierten 11 Jahre lang, um ihre Rechte als venezolanische Statthalter wiederzuerlangen, gaben aber schließlich auf. Nach seinem Rücktritt konnte Karl V. seine Augsburger Mäzene nicht mehr protegieren. 1560 starb Anton Fugger, ein Jahr später Bartholomäus Welser Senior. 1546 kehrte auch der Prokurator Las Casas nach Spanien zurück. Auf seinen Druck wurden Eroberungen von Ureinwohnern eingestellt, jedenfalls eine Zeit lang. Stattdessen blühte nun der Handel mit Sklaven aus Afrika auf. Die spanische Krone verfolgte andere Interessen als die privaten Investoren. Sie war eine Großmacht und wollte ein Imperium aufbauen mit Festungen und städtischer Infrastruktur. Die Augsburger hingegen rafften in den 20 Jahren ihrer Herrschaft gierig zusammen, was zu holen war. Sie bauten nichts auf. Keine Festungen, keinen Handel, keine Viehzucht, keinen Bergbau, keine Landwirtschaft. Und die wenigen übrig gebliebenen Indianer waren Heiden geblieben. In die spanische Staatskasse flossen kaum Abgaben. Die Deutschen weigerten sich, auf ihre Sklaven den 5. abzugeben. In den Büchern sind nur 1005 entsprechende Zahlungseingänge verzeichnet. Ihre Expeditionen hatten nur eine überschaubare Ausbeute an Gold, Silber und Perlen eingespielt, festgehalten in den Notariatsdokumenten in Sevilla. Dazu kamen die Sklaventransporte von venezolanischen Indianern auf die Karibikinseln und dann die aus Afrika für die Plantagen. Lazarus Nürnberger, mit den Fuggern verbandelt, sicherte seine Sklavenverkäufe notariell ab, auch die mit weißen Sklavinnen. Die Welser versorgten die Eroberer in Übersee mit Produkten made in Augsburg oder Nürnberg und nahmen auf der Rückreise Rohstoffe mit. Kolonialwaren,
Innerhalb von 10 Jahren, ab 1526, schickten die Welser 48 Schiffe nach Amerika sowie 45 Sklaventransporte. Zeitweise ging die Hälfte des Handels zwischen der alten und der neuen Welt durch ihre Hände, während Spanien an den militärischen Unternehmungen ausblutete. Die Nutznießer der Ausplünderung der neuen Welt wurden die Handelsleute in Deutschland. Spanien besaß die Kuh, andere tranken die Milch, schrieb Eduardo Galeano in seinem Buch »Die offenen Adern Lateinamerikas«. Bis 1660 gelangten 185.000 Kilogramm Gold und 16 Millionen Kilogramm Silber nach Spanien, was der dreifachen Menge des bis dahin in Europa verfügten Edelmetalls entsprach. Dieser Zufluss verhinderte auf der iberischen Halbinsel den gesellschaftlichen Wandel. Spanien musste fast 2/3 der Staatseinnahmen für die Schuldentilgung aufwenden. Die Fugger wollten es den Welsern gleich machen. Anton Fugger, Neffe des inzwischen verstorbenen Jakob Fugger, handelte mit dem Indienrat ein eigenes Kolonisationsgebiet aus. 1531 kam es zum Vertragsabschluss. Der Indienrat sprach den Augsburgern fast den gesamten Süden des neuen Kontinents zu, von Chincha in Peru bis zur Magellanstraße, einschließlich der vorgelagerten Inseln im Pazifischen Ozean. Innerhalb von 8 Jahren sollten die Fugger mindestens 3 Expeditionen mit 500 Mann ausrüsten und 8 Festungen in dem neu zu erobernden Gebiet errichten. Die dortige Zivil- und Militärgewalt wurde auf die Dauer von 3 Generationen dem Hause Fugger überlassen. 1/15 des Kolonialgebietes sollte ihr Erbgut sein. Vertraglich wurden Zoll, Steuer und Abgaben geregelt. Die Hin- und Rückfahrt der ersten 6 Flotten sollten keinerlei Abgaben unterworfen sein. Von dem Gold und Silber, das die Augsburger erbeuten würden, sollte auf die Dauer von 10 Jahren nur 1/10 der Krone gehören, von der übrigen Beute 1/6 und erst später als allgemeiner Abgabensatz 1/5 angesehen werden. Juden und Mauren war der Zugang in das Kolonialgebiet verboten. 1535 beteiligten sich die Augsburger an dem Feldzug unter dem Oberkommando des Spaniers Pedro de Mendoza mit 14 Schiffen und 2000 Soldaten. Sie erreichten den Rio de la Plata und gründeten Buenos Aires. Doch die Indianer griffen die Eindringlinge an und belagerten wochenlang die Siedlungen. Mendoza und seine dezimierte Mannschaft kehrten zurück. Die Fugger haben das ihnen zugesprochene Gebiet, halb Südamerika, niemals in Besitz genommen. Es ist nicht einmal klar, ob der Vertrag, der vom Indienrat fertiggestellt und von Seiten der Fugger unterzeichnet war, vom Kaiser ratifiziert wurde. Vielleicht schreckte die Augsburger Kaufleute die Vorstellung, im Norden den mächtigen Pizarro, den Eroberer des Inka-Reiches, und im Süden die kämpferischen Mapuche-Indianer zum Nachbarn zu haben. Bei diesen Expeditionen, als unfreiwillige Expeditionsteilnehmer aufs Leben, Stämme, Völker, die sich ihnen in den Weg stellen, dann aus dem Weg geschafft, blutig aus dem Weg geschafft. Es kommen auch viele neue Siedler ums Leben und deswegen ist einfach auch die Frage, wem hat es jemals genützt? Ja, wem hat es genützt? Die Angaben über die Opfer gehen stark auseinander. Bartolomé de las Casas berichtete von 5 Millionen ermordeter und 1 Million versklavter Ureinwohner, die auf das Augsburger Konto gingen. Die spanischen Archive nennen konkretere Zahlen. Danach lebten dort vor der Ankunft der Welser 15.000 Indios. 20 Jahre später praktisch keine mehr. Der unmittelbare Profit der 20 Jahre andauernden Raubzüge der Welser dürfte, verglichen mit dem aus dem globalen Handel, gering gewesen sein. Die Investitionen in Venezuela waren kapitalintensiv. Firmenpersonal blieb auf der Strecke. Die Fugger waren intelligenter.
Abgesehen von ihrem erfolglosen Versuch in Argentinien, blieben sie beim Handel, exportierten die Produkte des deutschen Handwerks in die neue Welt. Werkzeuge, Tuch und Waffen. Investierten in die Transporte afrikanischer Sklaven auf die Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen und finanzierten die europäischen Monarchien. Es war schon immer lukrativer, Waffen zu verkaufen, als selbst Krieg zu führen. Nach mehreren Staatsbankrotten der spanischen Monarchie gingen die Welser 1614 bankrott. Ihre Firmenunterlagen wurden als Zellulose den Buchbindern übergeben. Teile davon tauchten zufällig in den 50er Jahren auf. Sie sind über verschiedene Bibliotheken und Museen verteilt. Das Archiv der Fugger hingegen ist vorhanden. Es befindet sich in der Obhut der fürstlich und gräflichen Fuggerschen Stiftungsadministration in Dillingen. Das Fugger-Archiv ist ein Familienarchiv. Es gibt ja heute noch drei Linien der Fugger, es gibt noch die Nachfahren. Und insofern ist dieses Archiv nie in öffentliche Hand übergegangen. Ist aber eigentlich schade, ne? Der Vorteil ist, vor allem im direkten Vergleich zu den Welsern, sieht man eben, was passiert, wenn es keine Nachfahren gibt und niemanden, der dieses Familienerbe bewahren möchte. Dann gehen ganz, ganz viele Dokumente unwiederbringlich verloren. Insofern ist es ein Vorteil, dass die Familie der Fugger immer weiter existiert hat und auch dieses Erbe bewahren wollte. Allerdings seien die Dokumente der Fugger nicht öffentlich zugänglich, bedauert Katharina Dehner vom Fugger und Welser Erlebnismuseum. Der Nachteil ist natürlich, dass man, wenn man zu den Fuggern, egal über welches Thema, forschen möchte und an die Quellen möchte, braucht man eben eine Erlaubnis der fürstlich und gräflich Fuggerschen Stiftungen. Und die können natürlich völlig frei entscheiden, ob sie einem den Zugang zu den Quellen gewähren oder nicht. Dies sei mit dem Prinzip der freien Wissenschaften und Forschung nicht zu vereinbaren. Natürlich habe ich versucht, im Fugger-Archiv in Dillingen zu recherchieren. Die Stiftung wird geleitet von Gräfinnen und Grafen. Und die bestimmen, wer die historischen Dokumente sehen darf und wer nicht. Allein meine Frage nach der Beteiligung ihrer blaublütigen Vorfahren am Sklavenhandel muss ihnen verdächtig vorgekommen sein. Ich dürfe auf keinen Fall unangemeldet kommen, sondern müsse vorher einen Vertrag unterzeichnen, teilte man mir mit. Aber diesen Vertrag erhielt ich nie. Auch keine Erlaubnis, nach Dillingen zu kommen. Wem gehört die Geschichte? Vor 500 Jahren gehörte sie einigen wenigen Privilegierten, die des Lesens und Schreibens mächtig waren. Sie haben ihre Version der Geschehnisse zu Papier gebracht. Und diese Version steht heute in unseren Schulbüchern. Die historischen Dokumente halten sie in privaten Archiven geheim, um die Deutungshoheit über die Geschehnisse nicht herzugeben. Auch nicht nach 500 Jahren. Die Unterlagen von Karl V. sind, wie die der deutschen Monarchien und Handelshäuser, für das Verstehen unserer Geschichte von zentraler Bedeutung. Wie sind wir geworden, was wir heute sind? Doch diese Dokumente sind über die ganze Republik in Privatarchiven verstreut. Das ist zum einen das Ergebnis der deutschen Kleinstaaterei, denn jeder Fürst und jeder Graf hatte seine eigene Urkundensammlung, die von den Nachfahren eifersüchtig gehütet wird. Nicht zu vergessen sind die freien Reichsstädte mit ihren autonomen Verwaltungen. Und der Vollständigkeit halber müssen die Chroniken der Kirchen erwähnt werden, die die Bischöfe unter Verschluss halten. Um diese Unterlagen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, müssten neue Gesetze die Eigentumsfrage regeln. Dazu müsste die zivile Gesellschaft dies als ihr demokratisches Recht einfordern. In Spanien, der Großmacht des 16. Jahrhunderts, sind die Archive komplett, ein Vorteil der zentralistischen Monarchie. Die Unterlagen des Indienrats liegen im Archivo de las Indias in Sevilla. Es untersteht dem Kultusministerium in Madrid. Historiker können das Material dort einsehen. Doktorarbeiten sind auf dieser Grundlage erschienen, aber etliche bürokratische Hindernisse erschweren den Zugang. Wer die Dokumente nicht nur sehen, sondern veröffentlichen will, muss seitenweise Anträge ausfüllen, Lizenzgebühren entrichten und die schriftliche Erlaubnis abwarten,
selbst für digitalisierte Unterlagen. Dem spanischen Staat ist die Deutungshoheit der Conquista wichtig. Bis heute feiert er den 12. Oktober, den Tag, als Kolumbus die neue Welt entdeckt hatte, als Nationalfeiertag, als Tag der Hispanidad, der Hispanität. Noch bis vor kurzem wurde er als Tag der Rasse zelebriert. Aber in Zeiten von Political Correctness wurde daraus die wohlklingende Begegnung zweier Kulturen. Von Völkermord, begangen aus Habgier und finanziert von deutschen Bankiers, ist auf der iberischen Halbinsel kaum die Rede. Man habe den unzivilisierten Wilden das Christentum und die Kultur gebracht. Die indigenen Völker Amerikas und die Nachfahren der versklavten Afrikaner sehen das sicher anders. Lokale Forscher hatten beim Augsburger Bischof um Zugang zu seinem historischen Archiv nachgesucht. Es ging um die Hexenverfolgung und die internen Debatten über die beginnende Reformation. Ab 1500 weichte der Reichstag des Heiligen Römischen Reiches das allgemeine Zinsverbot des Alten Testaments auf, das die italienischen wie die Augsburger Kaufleute ohnehin umgingen. Die Geschäftswelt begann zwischen legitimen Zinsen bis zu 5% und Wucherzinsen, Usura auf Lateinisch, zu unterscheiden. Aber sie wussten, dass sie trotzdem sündigten. Das geht aus ihren Bilanzen hervor. Die Fugger und Welser führten ihre Bücher nicht in Lateinisch, sondern in Altdeutsch. Wenn es um Zinsen ging, benutzte man nicht das deutsche Wort, das die Unsittlichkeit ihrer so einträglichen Praktiken offenkundig gemacht hätte, sondern den entsprechenden spanischen Fachbegriff Intereses oder Juros. Hohe geistliche Würdenträger legten bei den Augsburger Finanziers ihr Geld an. Nicht für Gottes Lohn, sie wollten Zinsen. Etwa die Pfarrer aus Axheim und Bamberg, wie es in den Welser Rechnungsfragmenten steht. Der Klerus duldete das ruchlose Geldverleihen. Praktisch der gesamte Zahlungsverkehr des Vatikans lief über die Fugger. Sie organisierten den Ablasshandel und zahlten den Sold der päpstlichen Schweizer Garde. Offiziell hob die katholische Kirche erst 1830 das Zinsverbot auf. Für gläubige Christen jedoch war der Bankier Jakob Fugger das Feindbild. Martin Luther, der Mönch aus Wittenberg, hatte in seiner Kritik am Kaufhandel und Wucher seine Monopolbildung und Zinsgeschäfte mit scharfen Worten angeprangert. 1518 musste er sich in Augsburg vor dem päpstlichen Entsandten, Kardinal Cajetan, verantworten. Die St. Anna-Kirche beherbergte ihn und ließ ihn am Abend des dritten Verhörtages heimlich aus der Stadt bringen. Denn Luther hatte den Widerruf seiner Thesen verweigert und Ketzern drohte der Tod auf dem Scheiterhaufen. Fugger war strenger Katholik, fürchtete sich vor dem Fegefeuer. Aber noch mehr fürchtete er die Beschränkung seiner Macht und seines Kapitals. Er finanzierte den Feldzug des deutschen Kaisers gegen das aufkeimende Protestantentum und seine blutigen Bauernkriege. Es muss auf jeden Fall was getan werden. Franziska Wörz sitzt seit kurzem für die Grünen im Augsburger Stadtrat. Es gibt noch sehr viele Gedenktafeln und auch sehr viele Orte und Straßennamen, die an diese zwei Familien erinnern. Und mein Anliegen ist es, dass ich auch im Stadtrat und auch mit der Grünen-Fraktion irgendwie weitertragen will, nicht alles abzureißen, aber auf jeden Fall sich sehr gut damit auseinanderzusetzen. In der ganzen Welt werden Denkmäler vom Sockel gerissen, die Sklaverei und Rassismus verherrlichen. Auch auf der südlichen Halbkugel. Schon vor 5 Jahren hatte die argentinische Regierung das Denkmal von Kolumbus hinter dem Regierungssitz entfernen und weit entfernt aufstellen lassen. An seine Stelle wurde das Monument einer Frau gestellt, der Freiheitskämpferin gegen die spanische Kolonialmacht Juana Azurduy. Der Feiertag, der 12. Oktober, wurde umgetauft. Lange Zeit war er in Buenos Aires als Tag der Rasse gefeiert worden,
Gemeint war die überlegene weiße Rasse. Wobei ich jetzt kein Fan davon bin, einfach alle Tafeln abzuhängen, weil ich glaube, gerade dass ein Teil von Augsburg ist, kann man ja nicht leugnen. Ich glaube, es wäre eher eine bessere Lösung, sich wirklich richtig mit der Geschichte Augsburgs auseinanderzusetzen und statt die Tafel abzureißen, irgendwie lieber noch eine zweite Tafel hinzumachen, die dann auch wirklich erklärt, was passiert ist. Also die das dann auch wirklich darstellt, dass die Fugger und auch die Welser sich am Kolonialverbrechen beteiligt haben. Doch die Augsburger Grünen bilden mit den Christsozialen eine Koalition. Und die wollen am Mythos ihrer erfolgreichen Kaufleute nicht rütteln. Haben sie nicht die Grundlagen für die Industrialisierung der Region, also für unseren Reichtum gelegt? Ihre Verbrechen in der Dritten Welt sind weit weg. Geografisch wie zeitlich. Es ist wirklich wenig bekannt. Es ist nach wie vor diese Verehrung, die sicherlich viel mit der Fuggerei zusammenhängt. Aber diese Hintergründe, ich glaube, da wird keiner ganz dran erinnert. Wo dieses Geld alles herkommt. Besser, man redet nicht drüber.